Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. So langsam endet ja hier der Nürburgring-Content. Was heißt so langsam endet er? Morgen ist das letzte Mal geöffnet, die Touristenfahrten. Heute ist der 11.11. Das heißt, im letzten Video habe ich es ja schon gesagt, letztes Mal 2023. Also ich werde es leider morgen nicht mehr schaffen, dahin zu fahren. Mir ist es auch zu kalt jetzt. Was steht bei mir heute hier auf der Liste? Ich muss unbedingt das Auto waschen, weil der sieht wirklich katastrophal aus. Und ich denke, das machen wir heute einfach mal zusammen. Ich parke hier gerade mal, weil ich brauche noch Felgenreiniger. Und den kaufe ich jetzt. Ich kaufe den hier immer in so einem lokalen Laden. Das zeige ich euch mal. Also das ist hier der Autoprofi. Und ja, also die haben eigentlich alles da, können immer alles schnell besorgen. Deshalb gehe ich meistens hier hin. Das ist 2 Minuten von mir zu Hause entfernt. Und ja, wenn ich es vermeiden kann, das irgendwie im Internet zu bestellen, dann gehe ich natürlich lieber hier hin. Dann habe ich es direkt. So, ich habe schon alles, was ich brauchte. War ja nur der Felgenreiniger. Ich benutze immer den hier von Sonax. Na, Moment, ich versuche ihn mal anders in die Kamera zu halten. Also ich kaufe meistens den von Sonax, also der hat für mich bisher am besten funktioniert. Hat noch ein, zwei andere ausprobiert, aber die waren nicht so gut wie der. Ich weiß nicht, was benutzt ihr für einen Felgenreiniger? Also ich denke, besser geht immer. Also wenn ihr da irgendwie einen Vorschlag habt, was ihr benutzt, womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt, sagt mir gern Bescheid. Aber ich glaube, ich zeige euch jetzt erstmal, wie das Auto aussieht. Ich habe jetzt ewig nicht gewaschen. Und ich war, glaube ich, zwischenzeitlich noch zweimal auf der Nordschleife und jetzt den ganzen Herbst, Winteranfang jetzt hier und ich bin in ein Neubaugebiet gezogen. Dementsprechend ist da überall noch Baustelle um mich drumherum. Dementsprechend sieht das Auto auch aus. Aber heute scheint mal wenigstens wieder die Sonne, nicht nur noch Regen. Aber ich halte jetzt mal hier irgendwo an der Seite an. Und dann zeige ich euch mal das Auto. So, wir sind jetzt an der Waschbox angekommen. Ich zeige euch noch, wie dreckig das ist. Ich hoffe, der Ton ist okay. Aber das sieht hier, ich weiß nicht, ob es so rüberkommt auf der Kamera. Ja, doch. Das ist jetzt wirklich länger nicht gewaschen. Auch das hat hier hängen noch Gummireste. Gucken, wie wir die gleich runterkriegen. Aber auch hier, das Zeug runter. Also das wird jetzt Arbeit, aber ich hoffe, die Keramikversiegelung hilft. Ich fange jetzt erstmal mit den Felgen an. Felgenreiniger drauf. Das geht schon windig. Auch ins Bett rein. Ich mache jetzt erstmal einmal rundherum, lasse das ein bisschen einwirken und dann gucken wir mal, wie es danach aussieht. Also, ich versuche den jetzt erstmal noch mit der Bürste hier einzuschäumen, ohne mit der Bürste zu berühren, weil die Waschbox, wo ich sonst hingehe, war eben besetzt und die haben da so einen Powerschaum. Deshalb versuchen wir das Ganze jetzt mal hier. Schaumwäsche. Das ist ein mühsames Einschäumen jetzt hier. Okay, wir haben das Auto jetzt mal komplett eingeschäumt. Also es war etwas mühsam, aber es ging. Und ist halt nicht so schön wie dieser Powerschaum in der anderen Waschbox. Aber Felgen sind jetzt auch lang genug eingewirkt. Ich spüle das jetzt alles einmal ab mit dem Hochdruckreiniger. Und danach machen wir dann halt die richtige Handfläche noch. Thank you.
Dreck ist jetzt schon weg. Wir haben jetzt mal die Location gewechselt. Felgen, sind halbwegs. Nein, ich würde bestimmt Hubreck ist ab, aber man sieht immer noch, dass die sehr dreckig sind. Wir machen jetzt mal hier eine Handwäsche. Ich habe hier so einen Eimer mit doppeltem Boden. Ich habe jetzt schon warmes Wasser reingetan. Da fällt da drunter schön der Dreck. Und dann habe ich hier so ein Autoshampoo-Konzentrat von Liquid Elements. Da tue ich einfach ein bisschen mal was rein. Das müsste schon reichen. Und ich hole mir jetzt noch den Schlauch. Schäumen das Ganze auf. Dann kann man auch schon loslegen. Das Ganze muss einfach nur kurz aufgeschäumt werden, dass wir gleich schönen Schaum haben. Einfach schon, jetzt spritze ich das Auto nochmal ab, wenn der Schlauch nicht rein wird. Das Auto jetzt nochmal nass ist. Und immer, es wird immer viel Wasser verwenden beim Autowaschen, dann sieht man sich nicht so die Kratzer dabei. Wir machen jetzt erst den Lack und zum Schluss dann die Felgen, damit da wir das dreckige Wasser jetzt nicht dann verlieren. Danach für den Lack nehmen, damit wir zuerst die Felge machen. Dann starten wir einfach mal. Das Ganze ein bisschen schnell durchlaufen, damit wir noch was Licht haben. Das ist doch schon was später. So, einmal den Lappen nass. Ja, von oben nach unten. So habe ich es mir bei YouTube sagen lassen, damit der Dreck halt schön runtergespült wird. So, dann wechsle ich gleich nochmal die Seite von dem Schwamm. So kommt man dann noch, komme ich dann eigentlich mal relativ schnell durch. Ich spüle den dann außen aus, das ist schon mal der grobe Dreck aus dem Schwamm raus. Ja, und der Rest fällt ja dann, denke ich mal, unter diesen doppelten Boden, der hier drin ist. Dass man sich das dann nicht wieder aufs Auto zieht. Der gleitet schön übers Auto, seitdem der versiegelt ist. Also das macht das Ganze echt was leichter. Und geht auch deutlich schneller, dann, weil man nicht ewig irgendwie am Auto rum schrubben muss, um den Dreck wegzukriegen. Okay, Auto ist jetzt einmal komplett mit dem Schwamm abgewischt. Ich spüle den jetzt ab, ich hole jetzt den Schlauch. Und danach noch die Felgen, dann abtrocknen. Ja, dann war es auch schon. So, okay, jetzt letzter Step. Wir machen noch schnell die Felgen. Ich habe hier so eine Felgenbürste, um ins Bett reinzukommen. Und dann noch einen alten Schwamm, den ich nicht mehr für den Lack benutze. Also, da gehe ich einfach rein. Um das Bett dann hinten halt sauber zu bekommen. Ja, der ist auch nur so semi-gut, aber für das Grobe reicht es. Hier sind überall sowieso schon, ist Bremsstaub, das sieht man jetzt nicht, weil es nass ist, aber ist Bremsstaub eingebrannt, weil die natürlich, wenn die auf der Nordschleife relativ heiß werden, die Räder. Und da ist dann Bremsstaub drauf und kommt dann drauf. Da brennt er sich natürlich ein. Lässt sich natürlich nicht vermeiden, wenn man Rennstrecke fährt. Okay, jetzt gehe ich noch mit dem alten Schwamm hier drüber. Die Betten haben wir ja schon. Ja, ich finde Felgenputzen immer ein bisschen mühsam. Aber wenn man es nicht macht, sehen die natürlich irgendwann aus. Man ist natürlich alles reingebrannt. Ich
weiß nicht, habt ihr auch so eine Waschroutine oder wie macht ihr das? Seid ihr eher Waschanlagentyp? Also ich war tatsächlich mit dem Auto noch nie in der Waschanlage. Mit meinen Vorgängerautos bin ich zumindest im Winter immer in die Waschanlage gefahren, weil ich zu faul war. Ja, aber bei ihm ist mir das irgendwie zu schade. Deshalb war ich tatsächlich noch nie mit dem in der Waschanlage. Okay, wir sind jetzt eigentlich komplett durch. Felgen sind auch durch. Jetzt habe ich hier noch so ein Trockenhandtuch. Damit ziehe ich einfach nur drüber, ziehe das ab. Und diese Restfeuchte, die da drauf ist, trocknet dann von selber. Und dann ist es eigentlich komplett ohne Schmieren. Ist das trocken dann? Das ist eigentlich ganz gut, weil das nimmt richtig Wasser auf. Ja, und mit der Versiegelung wahrscheinlich dann auch nochmal. Ja, genau. Besser. Die Versiegelung hilft natürlich auch. Scheiben habe ich auch versiegelt. Also das ist dann echt schon angenehm zum Putzen. Aber das erzähle ich ja eigentlich in jedem Video. Du bist überzeugt. Ja. Ja, jetzt wo der Winter vor der Tür steht und Nordschleife zu ist, bin ich natürlich am Überlegen, was für ein Content wir bringen können. Ja, ich bin so ein bisschen am Schauen. Morgen drehe ich noch was für den Max, der im letzten Video dabei war und mit über den Ring gefahren ist. Da filmen wir mal so ein bisschen seinen Golf ab. Er hat einen schönen Golf 7 GTI. Und ja, da sind so ein paar Sachen in Planung, verschiedene Autovorstellungen. Und mal schauen, wann ich die Abgasanlage mache. Da bin ich auch noch am Schauen, dass das mit dem Video dann begleitet wird. Ja, also irgendwie werden wir schon über den Winter kommen. Und ansonsten suche ich ja gerade noch eine GoPro, dass wir Onboard-Aufnahmen machen und man vielleicht auch mal eine ganze Runde filmen können und nicht nur immer Ausschnitte. Weil dann kann ich auch filmen, wenn ich alleine bin. Da braucht keinen, der die Kamera hält. Ja, ich denke, ich gucke noch zu Ende ab und dann schauen wir uns das Endergebnis draußen an. Und, ist er sauber? Ja, perfekt. Okay. Ja, ich steig erstmal ein. Sehr nett, danke. Ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Kommentar oder ein Abo da lasst. Und ja, ansonsten, das nächste wird morgen gedreht. Und ja, sollte nicht allzu lang dauern, bis dann das nächste kommt. Also, schöne Tage, bis demnächst.